Dies ist ein Gartenhäcksler für organische Abfälle im Gartenbereich bzw. für Strauchwerk im Gartenbereich. Die maximale Stärke des Strauchwerkes darf 55 mm nicht überschreiten. Wir haben hier an dieser Stelle für den Bereich Strauchwerk den Einfülltrichter, für den Bereich organische Abfälle ist hier oben die Einfüllöffnung. Der Anschluss ist über Kraftstrom und man soll darauf achten, dass diese Stärken vor allem im Strauchbereich, im Astbereich nicht überschritten werden. Der Häcksler besteht einmal aus dem Fahrwerk mit dem Rahmen, den Rädern zum Transport. Dann besteht er aus dem elektrischen Teil, also einem Elektromotor, mit dem entsprechenden Häckselwerk, was hinter diesem grünen Kunststoffteil sich verbirgt. Und dann der Einfüllöffnung für das Schnittgut bzw. die Einfüllöffnung für Sträucher bis maximal in diesem Fall 55 mm. Wir haben weiterhin auf der Vorderseite hier einen Notausschalter, das heißt, sollte eine Maschine dort entsprechend gestoppt werden müssen, können wir diesen Schalter dazu benutzen, um die Maschine auszuschalten und durch Drehen dieses Schalters wieder aktivieren. Wenn dort Verstopfungen auftreten, immer an die Bedienungsleitung des Herstellers beachten und auf jeden Fall die Stromzufuhr erstmal entnehmen und bei der Montage immer auch nur mit entsprechenden Handschuhen und dem gesicherten Werkzeug dann arbeiten. Ja, beim Arbeiten mit solch einem Gerät ist darauf zu achten, dass einmal sicherer Stand des Gerätes gewährleistet ist, die Zuführung des Stromkabels so gelegt wird, dass keine Beschädigungen vorkommen können. Wir denken auch an Stromschlaggefahr, dass dort das Schuhwerk für den Benutzer so ist, dass wir eine griffige Sohle dort haben, ein festes Schuhwerk, dass der Benutzer Gehörschutz trägt, dass der Benutzer eine entsprechende Schutzbrille trägt und natürlich dann auch Handschuhe beim Bestücken der Maschine. Solange wie wir organische Abfälle, zum Beispiel Gemüsereste, hier oben einfüllen, nimmt man den oberen Bereich. Sollte es so sein, dass Sträucher, Strauchwerk bis maximal 55 mm in diesem Fall benutzt werden, kann das dadurch passieren, dass wir hier den Einwurftrichter hinten öffnen und das Schnittgut hier einführen.